Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen angespielt App und zwar heute von dem Spiel Cooking Fever, dem Koch Fever. Und direkt begrüßen uns Michelle. Hallo und willkommen zu Cooking Fever. Na, mein Name ist Michelle und ich werde dir zur Seite stehen. Dein Ziel besteht darin, dich in verschiedenen Küchen auszuprobieren und der beste Koch der Stadt zu werden. Da du neu bist, fangen wir mit einem einfachen Lokal an. Tippe hier, um es zu betreten. Das Fastfood-Restaurant. In diesem Bildschirm findest du die grundlegenden Informationen zu deinem Lokal, aber dazu kommen wir später. Lass uns mit dem Spiel beginnen. Erreiche Erfolge und schließe Aufgaben ab, um zusätzliche Münzen und XP zu erhalten. Yay! Ja, es wird gekocht, Leute. Zum Start hier berühren. Es gibt 12 Level, habe ich da, glaube ich, gerade gesehen. Dein Ziel 90 Münzen. Gut. Na, Hallöchen. Hier ist dein erster Gast und er möchte einen guten alten Burger. Bereiten wir einen zu. Berühre das Hamburgerbrötchen. Berühre das Fleisch, um es auf den Herd zu legen. Das Fleisch brät. Warte, bis es gleichmäßig durchgebraten ist. Das kann ein Weilchen dauern. Yay, dein Fleisch ist fertig. Zieh es auf das Brötchen, um es dort zu platzieren. Dein Gericht ist fertig. Bediene den Gast, indem du es zu ihm hinziehst. Bim. So, der gibt uns Money dafür. Wir haben 19 Money bekommen. Wir müssen aber 90 machen für Nanu. Achso, der möchte ein Glas Cola. Warte, bis das Glas voll ist, dann Cola. Dein Cola-Spender füllt es automatisch, wenn es leer ist. Gut, wir können also Cola und Burger bisher machen. Viel ist da noch nicht, was wir sonst noch machen können. Er möchte einen Burger, dann bitte sehr, das ist doch kein Thema. Machen wir nochmal fix. Achso, da ist immer eine Wartezeit, seht ihr? Da ist eine Wartezeit. Diese grüne Leiste, bis es, wenn er ganz unten ist, dann will er nichts mehr. Aber ich frage mich, warum mein Fleisch nicht brät. Ah doch, jetzt. Immer schön das Fleisch nachholen. So, der will eine Cola, ein Stück Cola. ein Stück Cola, natürlich ein Glas Cola. Ich find's cool, dass die Kaffeemaschine, die Cola-Maschine alleine was nachfüllt. Ist immer ganz toll. Ich find solche Burger eklig, ey. Wie kann man solche Burger essen? Was, da ist nur Fleisch und ein Brötchen drauf, das war's. Wir können immer Fleisch anbraten. Oh, er will sogar beides haben. Okay, dann kriegst du erstmal das Köhler. Und das Fleisch können wir dann, ja. Wir können anscheinend, 8 Pfannen später haben. Eieiei. So, bitte sehr. Da hast du schon mal dein Getränk. Oh, wir haben 96 schon. Das ist der erste Stern. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Zwei Kunden. Ein Kunde. Ist der, glaube ich, noch den wir bedienen müssen. So, hier, bitte sehr. Dann ist das. Du kriegst schon mal dein Glas Cola. Und der eine kriegt dann noch. Da oben ist irgendwie so. Was ist denn das da oben? Die Null. Die Null, wo der Zeiger weggeht. Also. Ich glaube, wie viel wir insgesamt bedienen mussten zu dieser Zeit. Und wir haben es fertig. Yay, 145 Münzen und 90 war eigentlich unser Ziel gewesen. Achso, das ist Trinkgeld. Immer die Bronzemünzen. Ein Bonus von 10. Und wir haben 9 Gäste bedient und keinen verloren. Glückwunsch, dass beim Spielen einen Erfolg erreicht. Tippe hier, um ihn zu sehen. Neuer Kellner. Bediene einen Gast. Das ist, du hast für das Erreichen des Erfolgs Münzen und XP bekommen. Berühre die Schaltfläche einsammeln, um sie einzusammeln. Gut, stehst du 5 Level in Folge ab, ohne ein Gericht anbrennen zu lassen? Also, hier kann man auf jeden Fall eine ganze Menge machen. Verkaufe 3000 Getränke, habe ich sehr 5 gemacht. Also, hier ist wirklich auch auf Langzeit. Was? Gib 200 Diamanten aus, gib 50.000 Münzen für Verbesserungen aus und so weiter und so weiter. Und das letzte ist dann. Versteckter Erfolg. Na, ganz toll. Durch das Bedienen von Gästen erhältst du Münzen. Lass uns mal sehen, was du dafür bekommen kannst. Tippe hier, um mit den Küchenverbesserungen fortzufahren. Gut, ich würde gerne eine Pfanne mehr haben. Investiere dein eingenommenes Gold, Geld, um Geräte oder Zutaten zu verbessern. Verbesserte Ausstattung funktioniert besser, verbesserte Zutaten führen zu besseren Gerichten, mit denen du mehr Geld verdienst. Tipp, um fortzufahren. Wenn du diese Maschine verbesserst, wird die Zeit für das Nachfüllen von Cola von 13 auf 7 Sekunden gesenkt. Ich würde es nicht. Achso. Vielleicht kann ich noch was machen. Wenn wir jetzt nochmal verbessern würden, dann würden 2 Portionen auf einmal machen können, also dann kann man so ein Doppelspender sozusagen. Und die Vorbereitungszeit wurde von 8 auf 7 Sekunden runter. Bei der Cola Portionspreis von 5 auf 6, das heißt wir verdienen mehr. Eine Burgerpfanne brauchen wir auf jeden Fall noch, Portionen auf einmal, dann können wir 2 machen. Burger Frikadellen. Burger Display. Achso, und die Hamburgerbrötchen. Okay, also hier kann man eine ganze Menge machen. Auf jeden Fall würde ich bald die Pfanne machen. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die Pfanne weiterzumachen, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Level. Versuche zuerst deine Küchengeräte zu verbessern, stand da, glaube ich. Und wir fangen schon mal an mit dem Fleisch und dem hier. Schon mal alles vorbereiten. Kommt her, kommt her, kommt her, Leute. 10 Gäste müssen wir da oben bedienen, oder können wir heute bedienen. Der möchte einen Burger, aber bitte doch.
Direkt schon die nächste. Und da haben wir unser schönes Trinkgeld. 2 Münzen als Trinkgeld. Möchte eine Cola haben? Der möchte eine Cola haben. Bitte sehr. Ja, aber uns wird eingekauft ohne Ende. Also hier haben wir kein Problem mit. Huch. Ich müsste erstmal Burger hinlegen, ne? So, die Frage ist, ach so, natürlich, wenn ich die jetzt, wenn ich das Fleisch nicht aus der Pfanne rausnehme, wird es natürlich, schwarz. Da seht ihr schon, es glüht weiter. Deswegen lege ich es einfach auf den Burger, auch wenn das Ding, ja, vielleicht dann kalt wird, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir müssen uns auch glücklicherweise keine Sorgen um was machen, ja, ob irgendwelche Dinge uns ausgehen. Das ist also wirklich immer da, immer vorrätig. Immer her damit, immer her damit. So, wir haben gleich unser Level. 48 von 50 Erfahrung. 48 von 50 Erfahrung, das ist schon richtig. Gleich haben wir unser Level. So, da wäre auch ein Burger und ein Dings wieder. Mann, 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 das sind aber gefräßige Leute, wa? Und da haben wir das Level 2 erreicht. Ich glaube, nach dem Level bekommen wir die Information darüber. Du möchtest auch einen Burger. Lecker, 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 wa? Immer her mit eurer Kohle. 2 Gäste müssen noch bedienen. Wir haben noch unglaublich viel Zeit. Also da müssen wir uns jetzt gar keine Sorgen drüber machen. Was ist eigentlich die Mission da oben links? Arbeiter, nein. Achso, das sind Ziele. Verbrauche eine Gallone Cola. Servier 5 Meter wirst du. Oh, also gibt es noch nebenbei Ziele neben den anderen Missionen. So, er möchte erstmal das haben. Und zieh das. Sehr schön, geschafft. Wieder einmal. Du hast Erfahrungsstufe 2 erreicht. Jedes Mal, wenn du einen Gast bedienst und etwas verbesserst, erhältst du Erfahrungspunkte dafür. Je mehr du spielst, desto mehr XP bekommst du also, wenn dein XP-Balken hier das Ziel erreicht. Steigst du in eine neue Erfahrungsstufe auf. Durch neue Erfahrungsstufen erhältst du Münzen, Juwelen und schaltest Objekte und Locations frei, die vorher gesperrt waren. 50 Münzen und 4 Edelsteine haben wir bekommen. Trinkgeld und den Bonus abgeschlossen Level 5. Du erhältst für alle 5 Level einen extra Bonus. Hm, sehr cool. Dann geht's weiter, würde ich sagen. Das ist schön. Da kann man immer noch nichts verbessern, leider. Ich muss auf jeden Fall die Burger-Pfannen verbessern. Was, die Cola kostet jetzt schon Juwelen? Hat doch vorher keine Juwelen gekostet. Das sind aber immer ein paar gierige Säcke hier, wirklich. So, wir machen auf jeden Fall weiter. Wir müssen die Burger-Pfannen und dieses Burger-Display müssen wir verbessern. Aber das kriegen wir schon hin. So, erstmal die Burger in die Pfanne schmeißen. Und den Burger hier oben schon mal hinlegen. Schon mal alles vorbereiten, schon einen Tag vorher. Sie möchte einen Burger. Aber mit Freunden, bitte sehr. So, er möchte bestimmt was zu trinken haben. Auch einen Burger. Jetzt muss ich auch mich beeilen. Gleich kommt bestimmt der nächste. Na, die kann schon mal eine Kohle haben. Der kann das haben. Und da gibt es immer mehr Kohle. 12 von 100 Erfahrungen haben wir schon wieder. 6 Gäste müssen noch. Oh, da oben haben wir was bekommen. Verbrauche 1 Kilogramm Fleisch. Hm, sehr schön. Kann man also nebenbei noch die ganzen Missionen machen. Oh, zack. Wir sollen auch kein Essen anbrennen lassen und so weiter. Das sind ja alles Missionen, die wir nebenbei erreichen können. Da hat er ein Gesicht, ey, wirklich. Na, er hat schon mal sein Trinken bekommen und jetzt kriegt er seinen Burger. So, 4 Gäste müssen wir noch bedienen, haben noch unglaublich viel Zeit. Also, das passt noch ganz gut. So, hier. Ja, je länger wir brauchen, wahrscheinlich desto weniger Trinkgeld werden wir kriegen. Gehe ich mal sehr stark davon aus. Je länger sie warten müssen. Aber cool, dass sich keiner an meinen Tisch setzt. Bin ich traurig. Keiner setzt sich an die Tische, laufen alle gleich wieder weg. Das ist hier Fast Food to go. Aber der möchte bestimmt noch eine Cola haben. Der möchte beides nochmal haben. Also schon mal zuletzt nochmal alles, eine komplette Portion. Ah, ne, noch einen. Da ist der letzte. Nochmal das gleiche. Eine Cola. Und einen Burger, der gleich kommt. Kann ich mit den Quatschen nehmen? Die kann ich auch nicht aus Versehen wegschicken. Aus Versehen. Gut, 196 Münzen. Wir haben also mehr als 3 Sterne erreicht. 46 als Trinke. Das ist nicht übel. So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück. Wir müssen unsere Pfannen verbessern. Ah, wir können uns jetzt neue Dinge kaufen. Eine Hotdog-Grillpfanne, die haben wir noch gar nicht. Doch, haben wir schon, aber die können wir. Ja, was ist denn Speisenwärmer? Würstchen, ach du Scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ah, ja, yeah. Und dann unten gibt es da noch Ketchup, Salatblätter, Tomaten, Fritteuse, Pommes und Törtchen. Mhm. Gut, da bin ich mir noch nicht sicher, deswegen lasse ich erstmal gar nichts. Gucken wir mal, was jetzt
zubereiten müssen. Vielleicht müssen wir jetzt Hotdog machen und so weiter. Ja, da sehe ich nämlich schon Hotdog. Du kannst jetzt Hotdog servieren. Berühre das Hotdog-Brötchen. Berühre das Würstchen, um es in der eckigen Pfanne zuzubereiten. Das Würstchen brät. Hm, na das wird ja jetzt risky, yeah, oder ja, kompliziert. Komplizierter. Na, ich soll es da reinziehen. Wähle das Würstchen aus. Ups, ich habe außerdem noch eine Würstchen in die Pfanne getan. Wäre doch schade, wenn es anbrennen würde. Gut, dass wir einen Speisenwärmer haben. Er hält das Essen warm und verhindert, dass es anbrennt. Platziere das Würstchen hier. Ausgezeichnet, jetzt hast du bereits ein weiteres Würstchen vorbereitet. Naja, okay. Und nun? Jetzt möchten die Leute einen Hotdog haben. Oh, hier gibt es ordentlich Geld, war 25. Oh, nicht 25, nicht schlecht. Können wir ja schon mal das machen. Und eine Kohle. Wer weiß, vielleicht möchten die ja... Ja, die möchten natürlich alles haben. Jetzt wird es natürlich langsam komplizierter. Da muss man sich jetzt anstrengen und alles und gucken und aufpassen. Dann kommen wir erstmal hier reinsetzen, das Ding. Schon mal alles nachmachen, wa? Ist ja kein Ding. Jetzt wird aber noch der Burger. So. Zack. Ah, jetzt müssen wir natürlich das gleich in den Speisenwärmer legen, sonst verbrennt uns das Würstchen. Das wäre auch ungünstig. Immer sowas parat haben. So, was möchte er haben? Etwas zu trinken, aber gerne doch. Hoffentlich werden die Speisen da drauf nicht schlecht. Oh, jetzt brauche ich natürlich... Jetzt wird's knapp. Jetzt brennen wir nämlich gleich was weg, wenn ich hier nicht... Hm, okay, war schnell genug. Noch ein Burger, dann müssen wir schon mal neue Scheibchen machen. Neue Patties. Drei müssen wir noch bedienen. Es macht Spaß, muss ich sagen. Gefällt mir. Na, kommt hier keiner? Kein Gast möchte hier kommen. Aber wir haben wieder ordentlich Kohle gemacht, also hier ist schon das Ziel wieder erreicht. Achso, der ist ja noch drauf hier. Anscheinend werden die wirklich gar nicht schlecht, wa? Eieiei. Das ist teilweise wirklich schwierig. Aber wir haben es dennoch geschafft. Okay. Jetzt die Frage, was machen wir? Also wir haben jetzt gesehen, was wir brauchen. Speisenwärmer. Wir könnten auf jeden Fall noch einen Speisenwärmer machen. Noch ein Speisewärmer ist ganz cool. Zwei von drei. Okay, dann kommt man auf drei Portionen. Die wären auch nicht schlecht, das ist das Gute. Burger-Frikadellen, Burger-Pfanne. Machen wir noch einen Speisenwärmer, würde ich sagen. Hauen wir richtig drauf hier. Dann gibt's, also wir können die insgesamt dreimal verbessern. Da sind ja die drei Knubbel. Mehr geht dann nicht. Was haben wir hier unten links? Hier kannst du dein Interieur verbessern. Gäste kommen eher in ein gemütliches und hübsches eingerichtetes Restaurant. Außerdem sind sie dann großzügiger und geduldiger. Berühre einfach ein Objekt, um weitere Informationen zu erhalten. So. Beginne, indem du ein Objekt auswählst, das dich interessiert. Ich finde, diesen Fernseher sieht nett aus. Tippe hier, um einen neuen Fernseher zu kaufen. Deine erste Bestellung ist gratis. Du musst warten, bis das Objekt geliefert wird. Ja, wir können jetzt entweder warten. Oder wir beschleunigen das mal ganz kurz. Ich würde an eurer Stelle aber warten. Glückwunsch, dank diesem Fernseher werden jetzt deine Gäste jetzt 2 Sekunden länger warten auf ihre Bestellung. Was? Dank diesem Fernseher warten? Achso, okay. Also, sie warten jetzt länger. Das ist cool. Wartezeit der Gäste. Trinkgeldzeit erhöht. Zusatzgäste, oha. Also kann man wirklich noch vieles verbessern. Genauso wie die Tische und so weiter. Kann man verbessern, eine Disco-Kugel. So, also hier muss man auch noch unglaublich viel Geld investieren da drin, also Ingame-Geld, logisch. Aber was ist denn das für ein riesiges Restaurant? Uiuiuiui. Also Leute, der könnte auch noch viel machen. Ja, bereitet so viel Essen wie möglich im Voraus, so das ist schon das, was ich auch machen werde. So, wir machen weiter. Die 5. Mission. 150 Münzen ist mein Ziel mit 13 Leuten und wir haben schon wieder so ein Ziel da oben abgeschlossen. Kaufe eine Verbesserung, die Wartezeit der Gäste erhöht. Erweitere deinen verwendbaren Platz für Displays. Okay. Dann geht's auf. Und hier wird zubereitet und gebrutzelt, was das Zeug hält. So, der Burger müsste gleich fertig sein, richtig. Das kommt schon mal auf den Speisenwärmer und alles. So, der wartet schon länger, deswegen müssen wir ihm erstmal was geben. Da ist dann
deine Köhler. Und du musst dann nochmal einen Hotdog brauchen, oder? Genau, da haben wir einen Hotdog, wunderbar. Da, bitte sehr. Da. Okay, da will ein Hotdog haben. Der möchte ein Hotdog und das Würstchen ist fast angebrannt. Mann, Mann, Mann. Lecker, wa? Ja, lass mal die Hotdog-Würstchen. Die chillen wir mal jetzt auf dem Ding und wir brauchen jetzt wirklich erstmal ein paar mehr Fleischstücke. Zwei Hotdogs, zwei Burger sollten wir auch mal so bereithalten. Okay, der will nur was zu trinken haben. Kein Problem, aber die will auch noch was zu trinken. Mann, was los? Aber der will einen Hotdog, ist doch schön. Dass wir ihm einen Hotdog geben können. Und die muss gleich... Ja, nicht so einfach hier. Okay, wunderbar. Alle Gäste bedient. Mann, macht das Spaß. Zu servieren. Später. Jetzt nicht. 200 Gold haben wir bekommen. 4 Edelsteine. Jetzt haben wir 874. Das ist nicht übel. Ordentlich Trinkgeld dazu bekommen. 54. Und als Bonus kriegen wir 200 dafür, dass wir das 5. Level abgeschlossen haben. Und da unten haben wir noch einen Erfolg. Schließe 5 Level in Folge ab, ohne ein Gericht anbrennen zu lassen. Ist doch schön. Schließe 15 Level in Folge ab, ohne ein Gericht anbrennen zu lassen. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger. Gut, was brauchen wir eigentlich für Ketchup und so weiter? Welches Level dafür? Location Stufe 8. Okay, wir sind noch lange nicht so weit. Da können wir erstmal unser ganzes Zeug verbessern. Ein Cola-Spender, der Cola, zwei Colas gleichzeitig machen kann. Das ist schön. Machen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir nur noch 8 Sekunden Vorbereitungszeit. Wir haben noch 324. Schauen wir mal, was wir hier noch für 300 verbessern könnten. Für 400 könnten wir die Displays verbessern. Aber für 400 halt. Haben wir noch nicht. Und jetzt geht's auf zum nächsten. Okay, also... Oh, wie viel haben... Wow. Oh. Wir haben doch ein bisschen viel hier, wa? Ist ja krass. Und dafür ist das nur das Fastfood-Restaurant. Dann gibt's auch wesentlich mehr. Aber wir machen jetzt erstmal die 6. Cooking Fever. Gut, auf geht's. Jetzt wird gebraten, was das Zeug hält. Ja, mein schöner geiler Cola-Spender. Mit zwei Bechern gleichzeitig. Das ist doch schick. So, hier hast du deinen Hotdog. Hier hast du deine Cola. Ich weiß nicht, ob das irgendwas macht, wenn die länger stehen bleiben und so weiter. Aber ich glaube nicht. Die Cola. Die Colas da hinten. Ich denke mal nicht. Gut, wo bleibt die Kundschaft, Leute? Wo bleibt die Kundschaft? Mein Zeug brennt schon wieder an. So, der will einen Hotdog. Bitte, bitte. Der will einen Burger. Bitte, bitte. Der will eine Cola. Und erstmal das ganze Geld hier wieder einsammeln, bevor es noch irgendjemand klaut. Das wäre ja ungünstig, wa? Wenn hier irgendeiner klauen würde. Ein Burger und eine Cola, bitte sehr. Bin ja immer für euch da. Ah, das ist so krass. Oh, das wäre fast verbrannt, das Ding. Zack, Geld einsammeln kann man auch später machen. Das muss man noch nicht gleich machen. Da kann man sich ein bisschen Zeit lassen. So, sie möchte einen Burger. Und eine Cola. Und er macht auch noch einen Burger. Oh. Gut, ich habe E-Mail schon mal vorher was gegeben, ohne ihr was aufzutischen. So, fertig. Woo, das ging aber fix, wa? Cool. Yay, Cooking Fever. So, wir haben 627 am aktuellen Stand. Und vielleicht könnte man auch außen Let's Play machen, ich weiß es noch nicht. Noch eine weitere Burgerpfanne. Viele wollen ja mal Burger haben, also habe ich zumindest das Gefühl. Ich würde sagen, wir machen noch einen Burger. Eine Burgerpfanne. Machen wir eine Burgerpfanne. Und ja, vielleicht könnte man daraus wirklich ein Let's Play machen. Ich finde es gar nicht so schlecht, das Spiel. Kann man mal durchsuchten. Und ja, werdet ihr dann sehen, was im Titel steht. Wir machen jetzt aber noch weiter hier. Die nächste. Wir haben jetzt zwei Pfannen und wow, cool. Ein Glas Cola, aber bitte sehr. Ich finde es gut, dass die Cola selber nachfüllt. Das gefällt mir. Ein Hotdog.
So, und dann, jetzt, weißt du, warum wollen jetzt auf einmal alle Hotdogs haben? Vorher haben sie alle links gewollt. Burger, jetzt wollen sie alle Hotdogs. Das ist nämlich ein bisschen risky. Achso, hier muss ich hin. Zack. Hey, warum kann ich die nicht hinten? Achso, jetzt. So, jetzt wird ein Burger. Der das. Dann werden wir hier noch einen Patty rauflegen. Dann machen wir den. Zack. Und da haben wir das nächste. So, wunderbar. Passt doch wieder alles. So, der Hotdog. Und Burger. Und der Speisenwärmer kümmert sich schon darum. Oh, oh. Nicht anbrennen lassen. Das ist immer ganz ungünstig. Keine Dinge anbrennen lassen. Ich mag das sowas auch nicht. Ein Burger und eine Cola. Und drei Gäste noch, dann haben wir das auch wieder fertig. Noch ein Burger. Ein Hotdog. Und dann sind wir auch fertig gleich. Bloß nichts anbrennen lassen. So. Tada! Achso, die muss noch kommen. Noch ein Würstchen. Jetzt muss ich aber noch ein Würstchen geben. Jetzt muss ich aber warten für ein Würstchen. Da kann man schon mal das Patty vorbereiten. Und da bitte. Trinkgeld. 317 Münzen. Erfolg freigeschaltet. Zufriedene Gäste. Aktueller Kontostand 344. Jetzt geben wir hier noch was. 100 Münzen, verliere 7. Achso, verliere 7 Level in Folge, keine Gäste. Haben wir bisher noch nicht, das ist das Gute. Schließe alle Fastfood-Restaurant-Level mit 3 Sternen ab, 47. Und jetzt haben wir 444. 444 Münzen. Oh, jetzt kann man Ketchup holen. Portionspreis von 2 auf 3. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt können wir mit dem ja auch noch ein bisschen was machen. Achso, wir müssen. Achso, jetzt verstehe ich. Wird auf Location Stufe 11, also dieses Level 11 freigeschaltet. Salatblätter, Tomaten, Fritteuse, Pommes und Dörtchen. Ja, und hier ist jetzt sind wir bei 8 und da hinten ist irgendwo die 11. Und da gibt es dann halt das ganze neue Zeug. Du hast jetzt Ketchup, verwende es auf Hot Dogs. Na gut, dann werden wir Ketchup mal, okay, da wir mit Ketchy haben. So, zack, zack, zack und der will hier, zack. Noch, oh, der will alle, sie wollen alle Hotdogs haben, das ist nicht so gut, nicht so gut. Auf jeden Fall bald noch ein verbessertes, okay, der will kein Ketchup drauf haben, der will einen Burger haben und ein Getränk. Oh, jetzt habe ich ganz, ganz viele Hotdogs oh, der wartet, oh, der ist aber traurig, der ist wirklich traurig. Du willst ein Dings haben, ah, jetzt ist er versauert. Gut, dann kriegst du halt nichts, ist mir auch egal. Du kriegst nichts, tschüss. Nee, ist er weg. Tja, so ist das halt. Man kann nicht immer der Erste sein, nicht wahr? Zack, zack, zack. Noch ein Cola-Becher. Da können wir so eine Scheibe hier reinmachen. Noch ein Hamburger und noch eine Cola. Eieiei, so, da kann man das Ding. Zack, zack, zack. So, er will das mit Ketchy. Dann will er so. Oh, der will sogar noch einen Burger. Was bist du für ein verfressener Sack? Mann, Mann, Mann. Müssen wir das Geld irgendwann mal einsammeln. Oh, nicht, dass mir mein Würstchen verbrennt. Der will einen Hotdog. Der will einen Burger haben. Der will einen Hotdog haben. Da, bitte sehr. Und da sind wir fertig. Puh. Mann, das war jetzt nicht so einfach gewesen. Ja, ich habe einen Gast verloren, aber das ist okay. Also, naja, passiert halt, ne? Kann man nichts dran ändern. Wir haben trotzdem 3 Ziele da oben noch abgeschlossen. Verbessert deine Burgerfahne auf Stufe 1. Verbrauche eine Gallone Cola. Serviere 2 Cola in 7 Sekunden. Und wir sind wieder aufgestiegen. 300 Gold, 5 Juwelen. Jetzt haben wir schon 12 Juwelen. Das ist doch nicht schlecht. 750 aktueller Kontostand. Und da könnten wir durchaus mal unsere Dings verbessern, war unsere Einrichtung. Damit die Leute länger bleiben. Huch, jetzt weiß ich gar nicht, was der Tisch gemacht hätte. Trinkgeldzeit erhöht und die Wartezeit der Gäste erhöht. Was haben wir hier oben noch? Ein Blumentopf für 700. Der Barhocker. Wartezeit der Gäste und die Trinkgeldzeit erhöht. Warum nicht? Einfach mal hoch damit. Jo. Da ist das Geld wieder weg. Ich würde mal gerne auf dieses komplette Hauptmenü wiederkommen, wo wir, so, der Menü.
Option. Genau, kann man also noch die Dings einstellen, die Sprache. Und jetzt kommen wir nochmal Hauptmenü. Genau, hier ist das Hauptmenü. Ach du Scheiße. Dislocation muss ja runter. Also kann man echt eine ganze Menge machen. Was ist hier unten? Paradiesinsel sieht auch die fantastischen neuen Cafés und Restaurants auf der Paradiesinsel im nächsten Update an. Dort gibt es viele neue Gerichte zuzubereiten und viele neue Küchen zu entdecken. Ja, also kann man sehr, sehr viel tun noch. Bäckerei, werde Besitzer deiner eigene Bäckerei, backe leckere Kuchen, hunderte neue Verbesserungen. Um die Location freizuschalten mit Erfahrungsstufe 5 benötigt, da brauchen wir 5000 und 10 von diesen Juwelen. Oha. Und hier hinten 10.020 von den Juwelen. Aber na gut, ich würde sagen, das war's gewesen mit dem Eingespielt zu Cooking Fever. Sowas ist zwar ganz schön, aber ich, oh, hier gibt es sogar Levelstatistik, cool. 8 3 Sterne, 8 3 Sterne, 0 2 Sterne, 0 1 Sterne und insgesamt 32 Sterne. 18% erfüllte Aufgaben, Verdienst von 60, nächstes Einkommen. Achso. Ah, okay, cool. Alle 24 Stunden kriegt man dann was? Küchenverbesserung, Preise für Gerichte erhöht, Kochzeit gesenkt. Interieurverbesserung, Wartezeit der Gäste erhöht. Männer mit Schnurrbart bedienen 23, gebratene Burger 53 und Gesamtlänge der servierten Würstchen in Kilometern sind 0,0055 Kilometer. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, das war's gewesen mit einer weiteren Angespielt und zwar von Cooking Fever. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr da Interesse habt, einfach mal in der Videobeschreibung die Links angucken. Ich würde es ehrlich gerne let's playen, aber ich glaube, das sind echt zu viele Level. Ich weiß es nicht, bin mir noch unsicher. Müssen wir mal gucken. Ansonsten war es gewesen vom Angespielt von Cooking Fever. Vielleicht seht ihr jetzt auch schon dazu in Let's Plays. Ich weiß es nicht. Ich bin da am Überlegen und bedanke mich fürs Zuschauen. Sehen uns in der nächsten Folge, von Angespielt wieder. Oder in der nächsten Folge von Cooking Fever, wer weiß. Und bis dahin, bye bye.